Hallihallöchen, liebe Freunde, ich zeige euch heute, wie ihr die Aliaris EMB runterladen könnt bzw. installiert. Dazu gehen wir erst einmal auf den Nexus und suchen uns hier die Aliaris EMB. Links dazu sind natürlich alle in der Beschreibung, nicht nur die für die Aliaris EMB, sondern auch für alle anderen. So, auf der Aliaris EMB sehen wir diese Leiste, unter anderem die Files und auch diese README. Die sagt uns, wir sollen die 102 Tatsudoshi runterladen von EMBDev. Dort gehen wir einmal rauf. So, und wenn wir dann auf dem EMBDev drauf sind, klicken wir hier auf News, drücken auf Download und zack. Und dann sehen wir hier schon, für wie viele Spiele das eine EMB gibt bei Graphic Modifications. Und da scrollen wir wirklich ganz weit runter, komplett, bis nicht mehr geht, und klicken hier auf Skyrim. Und dann gibt es hier verschiedenste EMBs für Skyrim. Dort holen wir uns die Tatsudoshi. Das sind einfach nur die Binaries und hier haltet ihr nach diesem Download-Button Ausschau. Es gibt hier einige Ads, die auch Downloads anbieten. Das sind dann aber auch andere und nicht die, die wir brauchen. Wenn ihr die dann runtergeladen habt, habt ihr diese 5 Files hier. Das sind die entscheidenden Files. Von denen brauchen wir allerdings nur eine, nämlich die D3D9. .dll. Und was wir mit der machen, ist erst einmal kopieren wir diese und dann fügen wir diese File auch in unseren Skyrim Main Folder ein. Der befindet sich bei Steam Apps Common Skyrim und was ihr da einfach machen müsst, ist den einfach hineinkopieren. Dort kommen übrigens dann auch die EMB Series File, die EMB Bloom File und die EMB Effect File rein. Die ziehen wir uns hier aus der Aliaris EMB Version 1.3 zum Beispiel oder welche sonst aktuell ist. Und wenn ihr die Files dann auch in den Skyrim Main Folder gepackt habt, dann können wir uns auch die Addons ansehen. Diese packen wir auch in den Skyrim Main Folder. Hier bei Optional Files könnt ihr sie euch runterziehen und die packt ihr auch hier in den Skyrim Main Folder und überschreibt ganz einfach die dann auch zu überschreibenden Files, einfach im Pop-up-Menü auf OK klicken, dass ihr sie überschreibt und dann habt ihr diese Files auch schon installiert. Und das war's.